Salut und herzlich willkommen zu einem neuen B-Part Gaming Video. Mein Name ist Georg und das ist jetzt praktisch der erste Turnierbericht für meine Serie Become a Pro. Und zwar zum virtuelle Bundesliga-Turnier in Berlin, das ja am Sonntag stattgefunden hat. Als allererstes werde ich wieder was zum Gameplay sagen. Und zwar ist das, wie ihr hier schon sehen könnt bei der Mannschaftsauswahl, ein Gameplay von mir gegen FIFA HD Skillers. Und da ist ja schon der Name Skill drin. Und in diesem Gameplay haben wir beide, beziehungsweise vor allem ich, mal versucht ein bisschen zu skillen. Denn ich habe mir natürlich die Kommentare unter dem ersten Video für meine Serie angeschaut. Und es freut mich auf jeden Fall, dass es bei den meisten sehr gut angekommen ist und es vielen gefallen hat. Aber ich habe mir natürlich auch die Kritik angeschaut und werde die natürlich auch versuchen umzusetzen. Und da gab es zum Beispiel die Punkte, dass ich mal ein bisschen mehr Tricks einbauen soll und mal ein bisschen mehr Mannschaftsauswahl, also ein paar andere Mannschaften mal auswählen soll. Und das habe ich hier versucht, Brasilien gegen AC Mailand, ein paar 4- und 5-Sterne-Skiller eingepackt und dann das Ganze mal ein bisschen mehr straightforward, ein bisschen mehr auf Unterhaltung, was ich ja auch in meinem Vorstellungsvideo gesagt habe, was auf jeden Fall Teil dieser Serie sein soll. Und insofern hoffe ich, es gefällt euch und das einfach für jeden, was dabei ist in dieser Serie. Gut, fangen wir auch einfach mal direkt an, jetzt mit dem Turnierbericht. Also die Anreise, die ich gehabt habe, war relativ entspannt. Ich bin Samstagabend dann mit dem Zug nach Berlin gefahren und war dann gegen kurz vor 0 Uhr am Hotel zusammen mit meinem Kumpel Moritz, mit dem ich auch meinen alten Kanal FIFA Twice hatte. Also vielleicht kennt ihn der ein oder andere auch schon. Mit ihm war ich auf dem Turnier und wir sind auch zusammen hingefahren. Und dann sind wir am Hotel angekommen, beziehungsweise am Hostel. Und ja, ein relativ preiswertes Hostel und dementsprechend auch relativ bescheiden, aber es gab immerhin mehrere Betten zur Auswahl, was auch relativ wichtig war, denn das erste Bett ist dann direkt mal zerbrochen, beziehungsweise der Lattenrost ist zerbrochen beim Draufsetzen. Also das war schon mal sehr, sehr stabil und insofern war es ganz gut, dass wir ein bisschen noch andere Betten zur Auswahl hatten, beziehungsweise andere Lattenroste. Und dann sind wir auch relativ zügig pennen gegangen, nachdem die Sachen dann soweit wieder ausgetauscht waren. Und sind am nächsten Tag dann sehr zeitig zum Turnier gefahren, denn ich war bei der Anmeldung noch unterwegs, die ja online stattgefunden hat. Und deswegen konnte ich da nichts weiter ausrichten, was die Anmeldung betroffen hat und musste deswegen das Vorturnier spielen. Und deswegen mussten wir auch zeitig an der Location sein, denn das Vorturnier ging ja bereits gegen um 10 los und halb 10 musste man sich zur Anmeldung einfinden. Und wir waren, glaube ich, gegen halb 9, um 9 irgendwann da. Und ich habe mich dann auch angemeldet für das Vorturnier, beziehungsweise für die Auslosung fürs Vorturnier. Also man musste da an so einen Stand gehen und dann meinte die Dame da, die da stand, ja hier die Nummer 79, das ist ihr Los, das ist ihre Glückszahl. Und ich dachte mir natürlich direkt mal, ja alles klar, Glückszahl, ich werde sowieso wieder nicht gezogen. Denn wie das so immer ist, man denkt von sich selber, man ist der größte Pechvogel. Ja, und so geht mir das auch. Aber in dem Fall hatte die junge Frau auf jeden Fall recht. Die Nummer 79 war an dem Tag meine Glückszahl, denn die wurde gezogen bei der Auslosung fürs Vorturnier. Es waren insgesamt 180 Leute oder so ungefähr. Also was jedenfalls die Nummer der Lose anging, so viele waren das ungefähr. Und insofern war es schon recht glücklich. Also die Chance beträgt dann bei einem Vorturnier, was 64 Startplätze hat, logischerweise so ungefähr ein Drittel, dass man gezogen wird. Ja, ich wurde aber relativ zeitig gezogen in die zweite Achtergruppe und habe dann mir überlegt, mit welchem Team ich spielen werde. Das Turnier und bei der Vorbereitung zu Hause wollte ich eigentlich mal Mainz testen, weil das der Kader mit den größten Spielern und den besten, ja ich sag mal so, Attributen ist, die noch variabel sind von Mannschaft zu Mannschaft. Also die anderen Werte sind ja alle gleich bei virtuelle Bundesliga, außer Körpergröße und so weiter. Und ja, deswegen habe ich die Mainzer eigentlich so im Blick gehabt, aber als ich dann zu Hause mal meine Accounts durchgecheckt habe, was ich denn da noch zur Auswahl habe, hatte ich nur Accounts, wo ich schon virtuelle Bundesliga angefangen hatte mit Bayern und mit Dortmund. Und deswegen habe ich mich dann für Bayern entschieden, weil die im Sturm und in der Verteidigung doch auch noch ganz große Spieler haben. Und ja, deswegen habe ich Bayern genommen. War mit denen dann auch schon ein bisschen eingespielt von zu Hause. Und es ging dann auch relativ zügig los beim Vorturnier. Das erste Spiel konnte ich mit 3:1 für mich entscheiden. War froh, dass ich erstmal gut reingekommen bin. Es waren ja nur 5 Minuten Halbzeiten, insofern war die Zeit nicht ganz so hoch oder nicht ganz so groß, die man hatte, um da was zu reißen. Und insofern war eine Führung immer wichtig und ich bin dann auch relativ zeitig in Führung gegangen und konnte das Ganze mit 3:1 für mich entscheiden, was natürlich schon mal ein wichtiger Start ins Turnier war. Und dann ging auch direkt das zweite Spiel los, wo ich auch mit 1:0 in Führung gegangen bin, aber diesmal war es ein bisschen schwieriger, denn der Gegner ist dann zum 1:1 gekommen.
Und dann war lange Zeit nichts mehr, also ich konnte nichts mehr reißen. Und deswegen ging es dann mit 1 zu 1 in die Verlängerung. Und in der Verlängerung ist dann ebenfalls wieder nichts passiert und so ging es dann ins Elfmeterschießen. Meine Güte, was für ein Versprecher. Und im Elfmeterschießen dann war es richtig spannend. Also wir haben beide die ersten Elfmeter von uns gehalten und dann war es so, dass wir beide 9 Stück hintereinander verwandelt haben. Keinen mehr verschossen, beide 9 Stück und dann mussten unsere Torhüter ran. Ich hatte angefangen zu schießen. Und mein Torhüter hat dann getroffen. Ich habe mit Tom Starke gespielt, weil er noch mal ein Stück größer ist als Neuer. Und ich habe getroffen und er hatte davor dreimal in die gleiche Ecke geschossen. Und ich habe mir überlegt, okay, er schießt jetzt noch ein viertes Mal in die Ecke. Und hatte damit recht und konnte den Elfmeter halten und bin somit in die nächste Runde des Vorturniers eingezogen. Und die konnte ich dann relativ klar wieder mit 3 zu 0 für mich entscheiden und war somit dann im Finale um den Startplatz, beziehungsweise um einen der 4 Startplätze. Und das Spiel habe ich dann mit 2 zu 0 für mich entscheiden können und war somit durch beim Vorturnier, habe den Best-of-One-Modus erfolgreich gemeistert gehabt und war somit qualifiziert mit einer Wildcard für das Hauptturnier. Und da ging es dann ja praktisch erst richtig los. Ja, dann habe ich mir meine Wildcard abgeholt, habe mir meinen Aufkleber für die Mannschaft abgeholt, also Bayern, mit der ich weiterspielen wollte. Ich hätte da unter Umständen auch nochmal neu wählen können, habe ich dann aber nicht gemacht. Und als ich dann gerade war bei der Anmeldung da fürs Turnier, wo ich meine Wildcard abgeholt habe, klopfte mir von hinten jemand auf die Schulter und zwar der Benny, ja, beziehungsweise Taz, ne? Und habe nicht gefragt, ob ich durch war und ich war ja durch beim Vorturnier und insofern haben wir dann auch mal ein bisschen gequatscht und uns ausgetauscht über Anreise und so weiter und dann sind auch direkt die ersten Abonnenten eingetroffen. Es war ja auch so ein kleines Abonnententreffen geplant und da waren in Berlin natürlich auch Leute am Start und dann haben wir mit denen da ein bisschen gequatscht. Es war ja dann noch die Auslosung für die restlichen Startplätze, weil 24 Leute, die sich angemeldet hatten, wieder nicht erschienen waren und ja, insofern war das eine relativ entspannte Runde. Ich konnte mal ein bisschen abschalten von meiner Vorrunde bzw. von der Qualifikationsrunde fürs Hauptturnier und das war insofern auch ganz gut. Ja, die Gruppen wurden dann aufgefüllt mit den Nachrückern vom Vorturnier bzw. mit den Nachrückern von der Auslosung. Von unseren Abonnenten wurden auch noch ein, zwei Leute, glaube ich, ausgelost. War auf jeden Fall ganz cool. Und in der Gruppenphase habe ich dann an einem relativ hinteren Tisch gespielt. Ich glaube, Tisch 8 war das oder so. Aber das ist ja auch nicht so wichtig, an welchem Tisch ich gespielt habe, sondern es geht mir um die Ergebnisse. Ja, und nach der kurzen Pause, die wir da hatten, ging es dann auch recht zügig eigentlich weiter mit der Gruppenphase. Und dann hatte ich direkt das erste Spiel in unserer Gruppe. Das hat alles an einem Tisch stattgefunden. Also es waren immer 4 oder 5 Gruppen pro Tisch. Immer eine Gruppe an einem Bildschirm. Und dann habe ich mein erstes Gruppenspiel gehabt. Und dann gab es ein paar technische Probleme erstmal, das war ein bisschen unangenehm. Also wir mussten mehrmals neu starten, weil irgendwas mit den Controllern nicht funktioniert hat und dann war irgendeine Anzeige falsch, bla bla bla. Und letztendlich ging es dann doch los und ich konnte das erste Gruppenspiel mit 6 zu 1 für mich entscheiden. War also eine relativ deutliche Angelegenheit. Ich habe dann noch irgendwann hohen Druck und Teampressing angeworfen, weil ich meine Tordifferenz auch direkt, sage ich mal, gut einstellen wollte und ich hatte gemerkt, dass mein Gegner einfach Probleme damit hatte, wenn ich Druck gemacht habe, wenn ich früh antizipiert habe und deswegen mit dem 6 zu 1 dann relativ deutliches Ergebnis. Ja, dann hatte ich erstmal eine Spielpause, habe bei den anderen Leuten mal ein bisschen zugeschaut, bei Benny, der hat ja im Livestream direkt gespielt und bei Moritz und mich ein bisschen mit den Abonnenten unterhalten. Einer hat mir da auch zugeschaut, der hat nicht selber gespielt, mit dem war ich dann immer ein bisschen unterwegs und hab dann nach dem Einspielpause auch mein zweites Gruppenspiel gehabt, was ebenfalls recht deutlich war. Mit 5 zu 2 konnte ich das für mich entscheiden. Da habe ich dann hinten ein bisschen geschlampt. Ich habe dann auch wieder hohen Druck und Teampressing angeworfen und hinten hatte ich dann noch die ein oder andere Lücke. Aber auch das geht natürlich in Ordnung. Meine Tordifferenz war dann natürlich relativ gut aufgebessert, auch nach dem Spiel. Und ich wusste aber, dass der letzte Gegner ein bisschen schwerer werden würde, auf jeden Fall, weil ich auch seine Ergebnisse ein bisschen verfolgt habe. Und er hat gegen den Gegner, gegen den ich da eben 5 zu 2 gewonnen hatte, 6 zu 0 gewonnen gehabt. Und insofern wusste ich, dass das ein bisschen anspruchsvoller wird. Aber habe wieder abgeschaltet, mal bei den anderen Leuten nochmal vorbeigeschaut, hatte im Endeffekt dann 2 Spiele Pause und habe dann das letzte Spiel gemacht in unserer Gruppe. Eben um den Gruppensieg gegen den Gegner, der schon auf jeden Fall stärker war. Aber auch das Spiel konnte ich mit 3 zu 0 für mich entscheiden. Also es lief an dem Tag einfach Bombe. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt jetzt schon 7 Spiele hintereinander gewonnen. Kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. War sehr, sehr cool.
Und ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, dass es so gut gelaufen ist, weil ich sehr wenig trainieren konnte in letzter Zeit, nicht viel gespielt habe, kaum virtuelle Bundesliga. Aber irgendwie scheint mir der Modus gelegen zu haben, virtuelle Bundesliga. Und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass es so gut gelaufen ist bis dahin. Ja, dann war natürlich erstmal wieder eine kleine Pause. Wir haben erstmal was gegessen. Benny meinte nämlich, dass vor der K.O.-Runde nicht mehr so viel Zeit ist zum Essen. Deswegen haben wir uns da noch ein Panini geholt. Hat auf jeden Fall ganz gut geschmeckt. Und wir haben dann noch ein bisschen weiter gequatscht mit den Abonnenten und uns entspannt. Dann wurden auch die K.O.-Runden ausgelost. Und das Ganze ging ja dann im 64. Finale los. Ich bin mir nicht genau sicher, aber müsste stimmen. Ja, 128 Plätze, zwei kommen weiter pro Gruppe. Das macht dann 64. Ja, insofern, beziehungsweise 32 Gruppen, zwei kommen weiter, macht dann 64 Startplätze. Das passt. Und in der K.O.-Runde ging es dann auch los. Und ich hatte wieder mal technische Probleme an meinem PC. Das Ganze ist ja auf dem PC ausgetragen worden, die virtuelle Bundesliga. Und an meinem PC war es dann so, dass irgendeine Anzeige nicht weggegangen ist. Irgendwas mit Bayern gegen Dortmund aus der Vorschau, wenn man das Spiel startet und bla bla. Und dann musste wieder FIFA neu gestartet werden. Das war auf jeden Fall ein bisschen nervig, aber im Endeffekt war das auch die Ausnahme und es ging dann los. Und gegen meinen Gegner konnte ich mit 3 zu 1 gewinnen. War schon mit das anspruchsvollste Spiel in dem Turnier bis dahin, weil er auf jeden Fall gute Chancen hatte. Ich hatte ein bisschen Glück. Er hatte auch Pfostentreffer dabei, glaube ich, und ganz gute Chancen auf jeden Fall. Und da musste ich dann schon aufpassen. Habe aber meine Chancen, die ich hatte, eiskalt genutzt. Und deswegen denke ich auch, verdient dieses Spiel mit 3 zu 1 gewinnen können. Und bin dann weitergegangen zum Tisch, wo Benny gegen Moritz gespielt hat. Und da war ich natürlich dann sehr interessiert, wie es da stand. Und es war relativ spannend. Ich bin gekommen, da war Verlängerung, 1-1 stand es und Benny hat dann noch mit 2 zu 1 gewinnen können, das Spiel. Moritz war, glaube ich, bis zur 80. Minute vorne, hat er mir dann noch erzählt. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Partie gewesen zwischen den beiden Jungs, die ich natürlich beide kannte. Insofern habe ich mich da ein bisschen unparteiisch enthalten bei dem Spiel und war natürlich selber noch zufrieden mit meinem 3 zu 1. Insofern konnte ich mich dann auch nicht weiter mit dem Spiel beschäftigen, sondern musste wieder zurück zu meinem Tisch, wo meine nächste K.O.-Runde stattgefunden hat. Und da ging es dann gegen einen Gegner. Ich habe schon bei der Mannschaftseinstellung gesehen, er hat Fünferkette gespielt. 5-2-3, glaube ich. Also eine Fünferkette, aber trotzdem drei Stürmer. Also eine sehr interessante Formation, wie ich fand. Und da wusste ich schon, dass es auf jeden Fall offensiv schwerer werden würde gegen eine Fünferkette, da die stehen immer relativ solide. Das ist nicht einfach. Und deswegen wusste ich schon, dass das auf jeden Fall ein schwereres Spiel werden würde. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. In dem Spiel bin ich irgendwie relativ zügig in Rückstand geraten. Das allererste Mal in dem Turnier. Und da wurde ich dann natürlich schon ein bisschen nervös. War die Situation nicht gewohnt aus dem Turnier. Und war dann ein bisschen unkonzentriert irgendwie am Anfang. Auch nach dem 1-0. Also es war ein relativ simpler Gegentreffer. Und dann habe ich direkt danach praktisch noch das 2-0 kassiert nach einem Foul-Elfmeter, wo ich jetzt nicht direkt selber gefoult habe, sondern die CPU. Aber das gehört einfach dazu. Sowas passiert. Ja, und dementsprechend war ich dann schon 2-0 hinten und habe dann sogar noch das 3-0 bekommen. Also defensiv lief es gar nicht gegen eine Fünferkette. Er hat mich einfach ausgekontert dreimal und hat dreimal ein Tor gemacht. Also relativ easy für ihn. War einfach ein Konzentrationsleck bei mir. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 8 Spiele absolviert. Insofern, ja, ist es immer schwer, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Es war relativ heiß auch und beziehungsweise mir war relativ heiß. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es den anderen auch so ging. Und deswegen, ja, kann sowas einfach passieren, dass man mal unkonzentriert ist und ja. Defensiv war ich auf jeden Fall in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe in dem Spiel. Und offensiv lief es ebenfalls nicht so Bombe. Ja, weil ich das Problem hatte gegen die Fünferkette, wie schon gesagt, war auf jeden Fall schwer. Und er hat immer einen Spieler angewählt vor der Fünferkette und ist dann mit dem Spieler immer da vor dem 16er rumgelaufen und hat meine Pässe abgefangen, die ich da hingespielt habe. Was auf jeden Fall auch relativ unangenehm war und ich konnte mich erst in der zweiten Hälfte darauf einstellen. Aber in der zweiten Hälfte lief es dann auf jeden Fall auch besser. Ich hatte eigentlich recht gute Chancen, konnte aber leider keine der Chancen nutzen, weil es so war, dass sein Torwart
auf der einen Seite sehr gut gehalten hat und er auf der anderen Seite durch die Fünferkette einfach immer noch einen Mann dazwischen hatte. Da war immer noch einer, immer noch ein Bein dazwischen und insofern konnte ich dann nur noch ein weiteres Tor markieren und bin dann mit 1:3 leider ausgeschieden in dem Spiel. War auf jeden Fall, ja, sehr schade für mich, weil es bis dahin eigentlich Bombe lief. Ich dachte, an dem Tag geht auf jeden Fall noch was und insofern war ich natürlich da ein bisschen enttäuscht, was das betroffen hat. Ja, also ihr merkt ja auch, ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht. War schade einfach. Also 8 Spiele hintereinander, eigentlich relativ deutlich gewonnen und dann das erste Spiel, wo es, sag ich mal, ein bisschen enger wurde, direkt auch verloren. Ich denke, das lag auch ein bisschen daran, dass ich bis dahin von den Gegnern her niemanden hatte, der mich wirklich komplett gefährdet hat, wo ich einfach, sag ich mal, Probleme hatte richtig. Und das gab es auch nicht wirklich. Ja, und insofern war es auf jeden Fall, ja, verdient für meinen Gegner. Ich habe nicht gut gespielt in dem Spiel und bin mit 1:3 ausgeschieden aus dem Turnier. Ja, trotzdem war ich natürlich zufrieden mit meinen 8 Siegen in Folge. Vor Turnier ohne Erwartung hingekommen, noch nicht mal angemeldet und dann doch immerhin bis ins 32. Finale gekommen. Und jetzt hatte ich natürlich Zeit, dann bei den anderen Leuten ein bisschen zuzuschauen und mir da einen Eindruck zu verschaffen vom Rest des Turniers. Moritz war ja auch schon ausgeschieden gegen Benny, aber bei Benny lief es nach der Gruppenphase dann doch recht flüssig. Ich glaube, da war er nicht so in Form in der Gruppenphase. Und dann lief es aber doch recht flüssig bei ihm. Er hat sich durch die ganzen Spiele durchgespielt bis ins Halbfinale und ab da war dann Livestream. Ich habe ihm bis dahin immer zugeschaut und vom Livestream dann ein paar Fotos gemacht. Da wird sicherlich auch noch was kommen an Fotoalben auf unserer Facebook-Page. Link in der Beschreibung, könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr da noch nicht seid. Da werden auf jeden Fall ein paar Fotos und Eindrücke kommen vom Turnier. Und das Halbfinale hat er dann auch sehr, sehr knapp für sich entschieden. Und ist dann ins Finale eingezogen gegen einen Gegner, gegen den er schon in der Gruppe gespielt hatte. Da hat er 1:0 verloren und dann im Finale war es relativ eng. Es war ein hochklassiges Spiel auf jeden Fall im Livestream und es war ja schon ein sehr, sehr hochklassiges Spiel, was auch sehr eng war. Und Benny war dann 1:0 hinten am Anfang, hat dann 2:1 geführt bis zur 88. Minute. Dann ist der Gegner noch zurückgekommen und in der Verlängerung hat Benny dann leider, muss man sagen, noch das Spiel aus der Hand gegeben. Ja, stark gemacht von seinem Gegner auf jeden Fall, aber auch für ihn umso bitterer, dass er so gut und so weit gekommen ist und trotzdem am Ende hat es nicht gereicht und als Zweiter steht man beim virtuellen Bundesliga-Turnier leider mit leeren Händen da. Ja, weiteres wird sicherlich auch noch in seinem Nachbericht kommen. Mehr Details wird er euch da sicherlich auch noch bekannt geben, beziehungsweise er wird einfach auch so ein Video machen wie ich jetzt hier. Ja, und dementsprechend war das Turnier dann vorbei nach diesem Spiel, also nach dem Finale, beziehungsweise der Sieger hat dann noch gespielt gegen einen Profi von Hertha, glaube ich, kannte ich jetzt aber nicht weiter. Ja, ich habe noch ein paar weitere Bilder geschossen und dann sind wir irgendwann auch gegangen, beziehungsweise ein Abonnent hat uns noch zum Punkt gefahren, wo unsere Mitfahrgelegenheit dann irgendwann losgefahren ist. Und da wir da noch ein bisschen Zeit hatten, sind wir dann noch ein Döner essen gegangen. Wir hatten nämlich auch ein bisschen Hunger. Der Spanini war das Einzige, was ich an dem Tag gegessen hatte. Und ich war dann wieder mit Moritz unterwegs, übrigens, wenn ich jetzt von wir spreche. Und da haben wir dann ein bisschen das Turnier-Resümee oder ja, als Resümee passieren lassen. Und ich muss schon sagen, auch wenn ich es jetzt nochmal im Nachhinein betrachte, dass es eine sehr, sehr geile Erfahrung war, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, 8 Spiele hintereinander gewonnen, es war wie in einem Rutsch, gegen die Spiele von der Hand eigentlich, habe ganz gut gespielt, denke ich auch, hat auf jeden Fall Bock gemacht und es war auch cool, ein paar Abonnenten zu treffen, also man läuft da über die Location und dann kommen einfach Leute an, ja, wie läuft's bei dir, ich bin Abonnent und so weiter und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es war cool, sich mit den Leuten zu unterhalten, auszutauschen, wie ihnen die Videos gefallen und so weiter. War auf jeden Fall eine starke Erfahrung und das Turnier war auch sehr gut organisiert. Also ich muss ja sagen, ich war auch in Amsterdam auf der Reflex GT, was auch ein Offline-Turnier war und das war überhaupt kein Vergleich. Also die virtuelle Bundesliga jetzt war so viel cooler und besser organisiert. Es gab zwar ab und zu Probleme mit den PCs, da hat es ein bisschen geruckelt, mal irgendwas gehangen und so. Und ein bisschen Input-Lag im Livestream habe ich gehört. Ich habe ja da leider nicht gespielt. Aber trotzdem war es auf jeden Fall, denke ich, eine sehr, sehr coole Erfahrung für mich und auch für Moritz. Und es war einfach rundum eigentlich, ja, rundum ein gelungenes Turnier, ein gelungener Tag. Und dann bin ich auch irgendwann nach Hause gefahren gegen
ich glaube, 18.30 Uhr, nee, 19.45 Uhr oder so ist unsere Mitfahrgelegenheit dann losgefahren und dementsprechend war ich dann auch relativ spät zu Hause. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Anreise nach Berlin. Es hat sehr viel Bock gemacht, das Turnier zu spielen und ich werde auf jeden Fall auch in Hamburg wieder am Start sein. Werde natürlich versuchen, mich diesmal anzumelden, damit ich nicht wieder hier vor Turnier spielen muss. Denn es war auch so, 8 Spiele ist natürlich ganz schön belastend auch für die Mentalität und so, fürs Mentale. Man ist erschöpft, man ist kaputt, es ist anstrengend. Und wenn man nur die Hälfte der Spiele hat, ist man natürlich noch fitter für die K.O.-Rundenspiele. Aber werden wir mal sehen, ob mir die Anmeldung gelingt in Hamburg. Da werde ich auf jeden Fall auch wieder vor Ort sein. Wer Bock hat, mich in Hamburg mal zu treffen, kann da auch gerne vorbeikommen. Ich denke, ich werde da noch ein Infovideo machen. Ja, und das wäre es eigentlich soweit zu dem Turnierbericht von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich möchte nochmal ein großes Dankeschön sagen an alle, die mich verfolgt haben auf der Facebook-Seite, die mitgefiebert haben vielleicht oder auch auf dem Live-Ticker der virtuellen Bundesliga und da Kommentare geschrieben haben, mir Glück gewünscht haben und so weiter. Danke an euch alle, hat mich auf jeden Fall gepusht, hat mir weitergeholfen. Und ich hoffe, meine Coverage war okay. Ihr konntet damit klarkommen. Ich habe versucht, auch Bilder zu posten, aber dazu hat das Internet vor Ort leider nicht ausgereicht. Das war ein bisschen schade. Hätte ich sonst auch gerne gemacht, aber da wird natürlich noch ein Fotoalbum jetzt nachgereicht. Insofern, ja, könnt ihr da mal reinschauen, wenn ihr noch Bilder von der Sache sehen wollt. Ansonsten, wenn ihr dieses Turnier noch nicht mitbekommen habt über unsere Facebook-Page oder meine Facebook-Page, dann schaut doch einfach mal in die Beschreibung. Da gibt es einen Link zu den beiden Seiten. Und wir werden auch den Kanal von FIFA D-Skillers dort verlinken, denn der Kollege, gegen den ich hier die beiden Spiele gemacht habe, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und zwar bietet er da Sachen zu FIFA Ultimate Team an zum Beispiel. Also er hat da so eine Art Road to Glory. Oder er zeigt auch Teambuildings, solche Sachen. Und er hat natürlich auch, wie sein Name schon sagt, was zu Skills dabei. Und zwar macht er da zum Beispiel Compilations von geilen Toren. Oder er zeigt euch in Tutorials, wie ihr Skills einsetzen könnt und wie sie funktionieren. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch einfach mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Gut, das wäre es soweit gewesen für dieses Video. Den letzten Teil dieser Aufnahme habe ich, wie ihr vielleicht schon merkt, nachgesprochen, weil ich mich ziemlich, ziemlich blöd versprochen habe und dann irgendwie nicht so zufrieden war damit. Deswegen wollte ich das gerne noch einmal neu machen. Ich hoffe, daran stört ihr euch nicht weiter. Ich habe versucht, das Ganze auch ein bisschen abzustimmen, dass es ähnlich klingt. Ich hoffe, die Gameplays, die ein bisschen mehr auf Unterhaltung ausgelegt waren und der Turnierbericht haben euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, mein Name ist Georg und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Themen-Talk für unseren Kanal Beepark Gaming. Und wir sind hier zu dritt am Start mit dem